Ich grüße Sie zum JFD Live Trading TV am heutigen Morgen des 19. Februars. Und wir wollen hier im Sinne der Live-Beschau der Märkte natürlich mal heute nicht den DAX speziell in den Augenschein nehmen, der sich hier so ein bisschen schwer tut aktuell. Nein, wir wollen vielmehr die einzelnen Aktien aus dem DAX mal näher betrachten, die denn heute hier stark performen. Und das sehen wir hier unten an dieser Heatmap, an dieser Übersichtsleiste. Hier die Performer, also die Gewinner des Tages und hier die Verlierer. Und hier aktuell tauschen sich so ein bisschen die Continental und die Adidas oder liefern sich hier mehr oder weniger am Schlagabtausch. Theoretisch müsste die Conti jetzt vorne sein mit 1,24% Gewinn. Doch wir wollen das uns eben mal hier in der Live-Chart-Beschau anschauen. Links Stundenchart, rechts oben Tageschart, rechts unten Monatschart. Unschwer zu erkennen, was die Conti hier macht. Wir werden mal den langfristigen Xetra-Kurs kurz uns reinholen. Und da sehen Sie, wie die Aktie hier im Prinzip performt hat während der letzten Jahre. Wir sind hier auf All-Time-High und wenn wir jetzt hier auf All-Time-High gehen, stellt sich natürlich immer die Frage, wie kann ich hier eine Aktie einfangen? Da gibt es mögliche Methoden, vielseitige Methoden. Einerseits kann man sich hier durchaus mit Trendkanälen behelfen und die Continental hat hier unlängst einen frisch etablierten Aufwärtstrendkanal sozusagen ins Leben gerufen, der sich hier mit den letzten Bewegungspunkten praktisch so einfangen lässt. Das ist eine Möglichkeit, hier praktisch diese untere Trendlinie nach oben zu projizieren. Man sucht verschiedene Auflagepunkte, die haben wir erst unlängst hier mit diesen zwei Hochpunkten gehabt und das ist ein theoretisches Auswurfziel, wohin die Aktie jetzt steigen könnte. Also hier Levels um 220 Euro sind hier durchaus möglich. Was sich auch anbietet, um unbekanntes Terrain ausfindig zu machen, sind hier zum Beispiel die Pivotpunkte, dann aber nicht auf Tagesbasis wie in der Standardeinstellung, sondern hier Monatsbasis. Sehen wir hier den Monatspivotpunkt, praktisch der Fingerabdruck des Vormonats auf den aktuellen Monat bezogen. Hier geht es einfach nur darum, auszuwerfen, wohin hier theoretische Resistance, also Widerstandslevel, zu lokalisieren sind und hier Supportlevels. Diese Methode der Pivotpunkte ist am Forex-Markt im FX-Handel sehr, sehr beliebt. Dahingehend, dass man eben hier mögliche Intraday-Projektionsziele auswirft, kann man aber durchaus auch auf Aktien anwenden, um hier sozusagen einfach eine Tendenz zu finden, wo hier Widerstände liegen könnten. Eine nächste Möglichkeit ist darüber hinaus dann hier bei der Continental die Fibonacci-Levels anzuwenden. Das wollen wir uns jetzt schenken, denn wir betrachten jetzt erstmal vielmehr die kurze Situation dessen, die Aktie einzufangen nach ihrer aktuellen Bewertung. Wir haben hier ein Support-Level. Das ist ganz wichtig auf der Südseite. Soll heißen, hier im Bereich um 198, 198, 30 Euro ist die Aktie sehr gut abgesichert. Soll heißen, wenn es Rücksetzer in diese Zone gibt, wäre hier durchaus eine interessante Buying Zone, ein schönes Buying Level. Und ansonsten spricht viel dafür, dass die Aktie innerhalb dieses oder dass es insbesondere oberhalb dieser Aufwärtstrendlinie hier sukzessive weiter ansteigt und sozusagen den Anlegern hier noch Gewinne ins Portemonnaie spulen dürfte. Kurzfristig sollten wir hier nicht das Gap vom Vortag schließen. Also wenn wir hier unter 205 Euro fallen, dann sieht es so aus, als würde es ein Pullback geben können, knapp unter die 200-Euro-Marke. Aber bleibt das Gap offen, dann ist der Markt hier weiter bullisch und wir sehen hier aktuell, die Conti rennt hier förmlich nach oben und dürfte hier kurzfristig das Niveau von 220 anpeilen. Dann muss man natürlich oder darf man hier von einer kurzfristigen Konsolidierung ausgehen, die sich aber hier im großen Kontext nicht sehr stark ausdehnen sollte, denn wenn die Rallye hier weiter intakt bleibt und danach sieht es aktuell aus, dürfte hier natürlich die Conti auch ganz stark mit performen. Gut, gehen wir auf die Adidas ein. Die stellt sich nun ein Stück weit anders dar. Wir sehen erstmal hier das langfristige Bild der Adidas Aktie. Ich werde auch hier kurz auf Xetra umstellen, damit wir die langfristige Historie haben. Und da wird natürlich deutlich, natürlich hat die Aktie seit 2009 eine Aufwärtsbewegung hingelegt, aber hier durch die schlechten Zahlen 2014, durch die Turbulenzen, gab es hier eine starke Gegenbewegung. Die Adidas befindet sich hier noch im Korrekturmodus. Allerdings, und da gehen wir jetzt mal in den Tageschart, haben wir hier, und das haben wir auch unlängst mal im Stream dargestellt, insofern lade ich gleich mal die Aktie selbst ein. Und da haben wir das fertige Chartbild in Anführungszeichen schon, können Sie alles hervorragend nutzen, um hier sich sozusagen ein Chartbuch anzulegen, um hier sozusagen die ganze Symmetrie der einzelnen Aktien zu beleuchten. Hier haben wir aber eine schöne Bodenbildung gesehen über den Sommer bis zum Winter oder bis zum Anfang des letzten Jahres, diesen Jahres.
eine schöne Bodenbildung gesehen, die Aktie dann hier ausgebrochen aus diesem Abwärtstrend, hier signifikant im Januar, beziehungsweise Ende Januar, dann gab es hier dann nochmals am letzten Handelstag im Januar nochmal ein Pullback an dieses Level und seitdem schrauben wir uns jetzt hier nach oben. In der vergangenen Woche wurde es hier schon ein bisschen brenzlig am ersten Widerstandsniveau 38er Fibonacci Level. Wir sahen dann auch hier leichte Rücksetzer zum Wochenstart. Die Aufwärtstrendlinie war in Gefahr, aber schräge Trendlinien immer Obacht geben sind nur Anhaltspunkte. Letztlich hat der Markt es geschafft, sich hier zu stabilisieren und die Sequenz dessen, dass die Adidas-Aktie durchaus weiter ansteigen dürfte, ist gegeben. Man darf hier davon ausgehen, wenn wir jetzt hier über das 38er-Level rausgehen, speziell die Marke von 66 Euro, dann lautet das nächste Ziel wohl 70 Euro und hier Gap Close dieses großen Down Gaps vom Juli 2014. Hier vom 31.07. gab es hier dieses große Down Gap und wenn wir hier über 66 Euro gehen per Daily Close, dann sieht das gut aus, dass wir hier als nächstes dieses Ziel einer Gap-Schließung ins Visier nehmen sollten, spricht dann in der Folge dafür, dass es hier entsprechend gute 4 Euro pro Aktie hochgehen kann. Dann dürften, wenn die Rallye weitergeht, hier sogar noch 10 Euro je Aktie drin sein. Also hier gerade ein schöner Erholungsmodus, den die Aktie in jedem Falle aufrechterhalten kann. Faktisch dürften wir oder sollten wir nicht unter das Tief der laufenden Woche fallen. Das wäre hier 63,31. Unterhalb dieses Niveaus könnte es hier nochmal zu einem Test des Levels um 62,50 kommen, diese Unterstützungszone hier, aber eben mit einem neuen Wochentief wäre dann auch die Gefahr größerer Rücksetzer durchaus gegeben. Das muss man einkalkulieren, aber das Bild aktuell bullisch. Die Adidas zieht hier schön nach oben. Jetzt wichtig, dass wir hier Preise über 66 Euro machen und dann werden wir sehen, wie hier die Party weitergeht. Wir werden es analysieren, wenn es hier wieder Action gibt. Wenn Sie ansonsten noch Wünsche haben, schreiben Sie gerne unter dem Stream des heutigen JFD Live Trading TVs Ihre Anregungen. Wie gesagt, das wird es jetzt immer wieder mal geben unter der Woche, dass wir hier die Tops und Flops des DAX mal näher betrachten. Natürlich den Index selber auch mal hin und wieder, aber heute sollten es eben einfach mal die Aktien sein. In dem Zusammenhang, liebe Zuschauer, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Bis später. Nachher gibt es noch eine Sendung und jetzt gleich folgt auch noch ein Post, eine Analyse zur K+S-Aktie. Lassen Sie sich überraschen. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal noch einen schönen Tag und auf bald, Ihr Christian Kemmerer.